Hallihallo, ich bin's, die Mari. Servus, guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall Zeit für ein Nihon Box Unboxing. Yay, die Nihon Box ist zurück. Yay. Fragt mich nicht, für welchen Monat das ist. Ich habe keine Ahnung, ich bin ein bisschen durcheinander. Manche Boxen sind schon gekommen, andere noch nicht. Deswegen lasst uns einfach überraschen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Boxen nachzuholen wegen Lieferschwierigkeiten auf Seiten von den Leuten von Nihon Box aus Japan. Tralalala, interessiert jetzt eh keine Sau. Ich mache die Box auf und da sollte mir dann auch direkt schon der Flyer entgegenfliegen, auf dem steht, um welchen Monat es diesmal geht. Und nein, ich weiß kein Motto und nichts. Lassen wir uns überraschen. So, hier erstmal hier. Tada, das ist sie. Leg sie mal hier zur Seite. Ich will mich nicht zu früh spoilern. Auf jeden Fall ist hier der Flyer und es geht um die Juli-Nihon-Box. Sehr schön. Den Flyer lege ich immer so nebenhin. Den brauchen wir dann später, wenn ich die ganze Box durchgekruschtelt habe, um zu wissen, was sind das zum Beispiel, was sind das für Süßigkeiten. Es gibt ja auch so typisch japanische Tellerchen zum Beispiel. Keine Ahnung, warum ist da jetzt ein Bild von so und so drauf. Das kann man dort alles nachlesen. Wenn es um Anime und Manga geht, wage ich zu behaupten, dass ich es schon weiß. Kenne ich mich doch ein bisschen aus. Ich schaue das schon ein bisschen, aber nur ein bisschen. So ist es ja. Wie immer von Yatta Japan. Ist eine Homepage, die auch von den Nihonbox-Menschen betrieben wird. Da gibt es einen 1000 Yen, genau, 1000 Yen-Gutscheine sind knapp 10 Euro, nicht ganz. Ja, da könnt ihr Figuren shoppen, Süßigkeiten, alles so, was in der Nihonbox drin ist, so ähnliche Sachen. Bloß halt habt ihr keine Überraschungsbox, aber ihr könnt euch stattdessen die Dinge eben gezielt in den Warenkorb legen und dann bestellen. Genau, also schaut einfach mal rein. Ich habe jetzt da tatsächlich noch nicht bestellt. Ich habe mich da noch nicht locken lassen, aber irgendwann kommt bestimmt der Moment, wo ich mir vielleicht mal das ein oder andere Ding gönne. Man weiß es nicht. So, was? Ich suche immer gern erst die kleinen Sachen aus und dann die großen. Okay, was ist das? Ist das vielleicht was zum Essen? Ja, keine Ahnung, was es ist. Dafür brauche ich dann den Flyer. Aber sieht witzig aus, irgendwie auf der Packung. Seht ihr das? Was ist das? Man weiß es nicht. Für diejenigen, die es lesen können, herzlichen Glückwunsch. Ich kann es nicht. Ja. Das werden wir dann auf dem Flyer nachlesen. So, das Essen ist also schon mal abgehakt. Oh, hier ist noch eine ganz, ganz kleine Kleinigkeit. Was ist das? Oh, ein Loyalty-Bonus-Item aus Boruto. Damit kann ich ja 0,0 anfangen. 0,000. 000. Aber ja, das sind kleine ein Duo, ein kleine süße Acrylaufsteller. Ich werde sie jetzt nicht auspacken, weil bei mir ist es echt fehl am Platz. Aber ja, es ist praktisch ein Gratis-Item zu den ganzen anderen Sachen zusätzlich. Finde ich eine süße Idee. Ich finde, wir haben uns alle so ein Bonus-Ding verdient nach der langen Warterei. Ist es schon angebracht? Definitiv. So, aber das kriege ich dann da. Das kriege ich schon irgendwie los. So. Jetzt würde ich gerne mal den traditionellen japanischen Item hier finden wollen, aber man weiß es nicht. Hier sind sehr komische Sachen drin. Die fühlen sich sehr komisch. Ah, ich glaube, ich hab's. Ich kenne mich ja schon ein bisschen aus hier. Das könnte doch irgendein Schüsselchen sein, oder? Was ist das? Ja, bestimmt. Ja, okay. Let's see. Da ist außen auf jeden Fall nichts drauf auf dem Karton. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie sowas ist. Ja, eine Figur. Oh. So. Ein Püppchen. Fehlt da neben dran irgendwas oder sieht es absichtlich aus wie eine Krollo-Rolle? Nee, das ist es. Okay. Das war wahrscheinlich einfach so, da steht einfach noch eine Rolle Kimono-Stoff daneben. Aber gut, ich zeige euch mal die Figur. So sieht sie aus. Das ist die Klorolle, weil, guck, seht ihr? Soll wohl, glaube ich, einfach den Stoff halt symbolisieren. Den Kimono-Stoff.
Aber ja, warum, wieso das da drin ist, das werden wir dann im Flyer nachlesen, weil, wie gesagt, sowas weiß ich nicht. Aber so sieht sie aus. So. Ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, ist das schön. Ganz ehrlich. Weiß ich ja nicht. Gefällt mir nichts. Bisher. Außer das Essen wahrscheinlich ist. Beim Essen bin ich meistens zufrieden. Außer es ist irgendwie so Matcha-Zeug. Das vertrage ich irgendwie nicht. So. Wie machen wir jetzt weiter? Okay, ich bin neugierig. Was zum Henker ist das? Was ist das, Leute? Sagt's mir. Natürlich. Vom Pokémon. Aber es ist eine Tasche. Also, von dem her kann ich gar nicht böse sein. Sie hätte jetzt nicht unbedingt pink sein müssen. Aber naja, okay. Es ist Pikachu drauf. Ich nehme es mal aus dem Plastik raus. Dann seht ihr es besser. Dann geht halt auf jeden Fall selber. Weil es ist richtig gut zum Manga-Shoppen. Ich habe immer die Stofftaschen dabei. Nee, aber das ist ja Manga-Shopping Next Level, Leute. Das ist ja riesig, das Teil. Das ist auch kein Stoff hier, sondern das ist so wirklich, dass wir das zum Einkaufen nehmen. Also auch Lebensmittel einkaufen, weil so. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Also das ist riesig. Schaut, es hat hier auch noch einen Boden. So. Seht ihr, wie viel Platz ihr da habt? Seht ihr das? Krass, oder? Das ist ein riesen Ding. Aber sehr praktisch sowas. Das Motiv, da geht mir jetzt keiner ab, aber es ist ganz süß. Pikachu in Tokio. Hätte ich mir was anderes drauf gewünscht? Ja, es ist halt aber sehr praktisch, ja. So. Seht ihr es? Ja, ihr könnt es sehen. Ganz unten steht Pikachu in Tokio. Genau, so sieht die Tasche aus. Das hat hier oben auch einen Reißverschluss. Das liebe ich ja, weil bei so großen Taschen finde ich es. Also, ich brauche bei Taschen eh. Also, ein Reißverschluss ist immer ganz recht. Der funktioniert. Me likey. Die Tragetaschen sind jetzt nicht lang. Die hätten meines, also für mich hätten die länger, sie länger sein können. So ist das halt so eine Achseltasche. Aber gut, da dass sie so groß ist, will man sie vielleicht gar nicht weiter unten haben. Und hinten ist es größtenteils nur gestreift und gemustert. Und da unten hat man halt nochmal einen kleinen Pikachu. Genau, und größtenteils ist es halt hier so rosa-weiß gestreift. Okay. Also ich bin jetzt, also ich freue mich jetzt nicht so, Pikachu, aber die Tasche ist sehr praktisch, muss man schon sagen. So, was haben wir hier? Oh, was war hier? Oh, was ist das? Schon wieder was von Attack on Titan. Leute, was gibt. Was ist das? Okay, jetzt muss ich auspacken. Ich kann es so nicht identifizieren. Es sind auf jeden Fall viele Charaktere drauf. Bin aber gespannt. Attack on Titan geht natürlich immer. Ach, das soll. Da. Sowas halten sie auch noch nicht drin. Das finde ich ja mal mega cool. Schaut mal, was das ist, Leute. Das ist hier. Nein, es ist kein Wallscroll, sondern das sind Taschen. Also, ihr könnt es an die Wand hängen, aber da könnt ihr einfach tägliche Gebrauchsdinge in die Taschen stecken. Ist das nicht mega cool? Ich zeige euch den mal von nahem. Also, hier oben ist der klassische Titan hier. Levi und Ehren. So groß sind die Taschen ungefähr, damit ihr es sehen könnt. Und drunter sind nochmal zwei Taschen, die sind genauso groß. Bei Mikasa und dem Armin. So vom Look her ist es aber eher so auf die ersten. Also nicht jetzt Merch von Attack on Titan, ne, Final Season, sondern von davor irgendwann. Aber ich weiß nicht von wann. Es könnte natürlich sein, dass sie das trotzdem jetzt erst rausgebracht haben, aber die Charaktere sehen noch irgendwie ein bisschen, vielleicht von Staffel 3 oder so, 2, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich das cool. Stellt euch jetzt mal vor, sowas mit 24 Taschen. Ich habe nämlich so einen Kalender, also nicht Anime-related, sondern halt sowas mit ganz kleinen Taschen, aber viel kleiner als die.
Da passen da gerade so eine Tüte Gummibärchen rein, aber wenn man mit so einer Größe kann man mehr reinstecken, auch für Freunde oder sowas, stell dir das mal vor. Ideen für die Leute für von der Nihonbox, die wir im Dezember so Adventskalender machen. Ja, nee, die Taschen sind ja nicht klein, also von dem her. Das finde ich doch, also es ist auch mal was Neues, ne? Das befürworte ich ja auch, dass nicht immer der gleiche Klumps drin ist, nur von anderen Serien, sondern das finde ich cool. Das ist jetzt der erste Hit bisher. So, und jetzt sind wir halt schon bald am Ende angekommen. Hier haben wir noch eine Kleinigkeit. Nee, und was ich rede, ignoriert's Leute. Das eine war ja ein Bonus-Item. Hier sind noch drei Sachen drin. Zwei kleine und was ganz Großes. So, was ist das? Das ist wieder was, was kein Schwanz gebraucht hätte. Das ist ein Cable-Bite-Cable-Accessory for iPhone. Wieso nur fürs iPhone? Das kann ich doch auch für Samsung nutzen. Auch wir benutzen Ladegeräte. Das werde ich jetzt nicht aufpacken. Aber ja, es ist. Also, hier hinten ist eine Anleitung, wie das funktioniert. Da, also, ihr könnt es dem praktisch da durchschleusen, durchs Kabel durch. Und dann sieht es so aus, als ob er das Ladekabel ist. Und ich habe es halt von Son Goku. Ich weiß nicht, ob es auch andere Versionen gegeben hätte. Aber halt, es könnte natürlich auch Gohan sein, ganz ehrlich. Man weiß es nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es Goku ist, im Kleinen halt. Aber für, man braucht, why? Das ist halt so witzig vielleicht als Geschenk oder sowas. Deswegen lasse ich es jetzt auch verpackt. Aber so braucht es ja kein Mensch. So. Ist halt so als Gag. Das ist so zur Zierde. Da unten sieht man es auch in Super Saiyajin-Form, wie das halt, ja, da durchgeschleust wurde. Das Kabel. Cable Bite Cable Accessory. Whatever, Nihonbox. Whatever. Okay. Next! So, und was ist das? Eine kleine Figur oder sowas? Ja, was habe ich gesagt? Jujutsu Kaisen geht immer. Und es ist diesmal eins dieser kleinen Plüsches, die auf den Bauch legen. Was wetten wir, dass ich hier wieder Protagonist Yuji krieg, ha? Was wetten wir? Nein! Nice! Sehr geil. Das sage ich nichts dagegen. Wer hätte es denn alles geben können? Ah ja, okay, die üblichen Charaktere. Ja, wobei. Also, die hätten drin sein können. Ich habe Megumi. Ich mag Megumi. Kleine Emo-Boy. So. Tada, seht ihr, das ist wieder mit so einem Anhängerchen dran. Und da ist er, der Gute. Sieht ein bisschen grumpy aus, aber ja, das ist so sein Look, ne? Ja. Einen dunkelblauen Bauch hat er. Hier hinten passiert eigentlich nichts und unten auch nicht, weil die Uniform ist ja relativ simpel. Aber ja, so sieht er aus. Mir ist langweilig, merkst du? Aber das ist süß. Hätte ich das jetzt aber gebraucht, weil ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, was die Plüschis angeht. Es gibt ja 500 verschiedene Versionen von Plüschis, von klein bis groß, normal, großer Kopf, kleiner Körper, liegt auf dem Bauch, liegt keine Ahnung wie, umgekehrt. Aber an sich mag ich natürlich die normalen Plüschis am liebsten, aber. Aber so helle kleine Plüschis kann man halt auch sehr gut verschenken. Wobei ich den jetzt selber behalte. Erstmal. Und jetzt haben wir hier eine große Figur. Und ich kann jetzt das. Ich habe keine Ahnung, was das Motto ist. Ich kann das so auch nicht feststellen. Deswegen bin ich sehr gespannt, Leute. Ich mache die Augen zu. Oh Gott. Wir gucken. No way. Best Girl 2022.
kommt nichts dran vorbei. Und das Beste ist, es gibt auch noch die Option mit diesem Meme-Face. Man kann die Köpfe oder so irgendwie austauschen. Also sie lächelt so, aber sie kann auch so. Und wer auch immer den Anime kennt oder den Manga liest, weiß, wie genial das ist. Wie cool ist das denn? Okay, ich muss nicht beherrschen. Hier, so sieht die Box aus. Hier steht eben dran, dass man das Gesicht so machen kann. Da ist es umgekehrt. Und ja, hier oben steht es bei X-Family. Und ja, ich werde die jetzt öffnen und hoffen, beziehungsweise glaube ich auch, dass es jetzt nicht so komplex wird zum Aufbauen. Aber ich bin gleich wieder da. Bin gleich wieder da. Und da bin ich schon wieder. Es ist viel schneller als gedacht, weil die Figur ist einfach mal am Stück. Und sie ist auch gar nicht mal so groß. Dafür hat es gar nicht so eine große Verpackung gebraucht. Also ich habe eine echt kleine Hand. Und die ist kleiner als meine Hand. Also es ist keine Standardgröße von Figur. Aber man kann sie hinsetzen. Ich zeige sie erst mal so hier mit dem lachenden Gesicht. Die ist auch nicht mega hochwertig. Ich meine, das Gesicht sieht nicht so dolle aus, ganz ehrlich. Vielleicht sieht das Meme-Face sogar besser aus. Und ja, hier seht ihr, sie hat einen platten Hintern. Das heißt, hier kann man sie halt so aufs Regal setzen. Und dann hockt sie so. Die Figuren mag ich auch immer sehr, die einfach keinen Aufsteller brauchen, sondern einfach, die könnt ihr auf die Manga drauf hocken oder halt hier so aufs Brett an den Rand. Finde ich immer sehr cool. Hätte größer sein können, aber gut, Anja ist ja auch kleines Mädchen. Ist okay. Und ja, das Gesicht, ja, ist mit dem Mund und so. Und ja, sieht ein bisschen billig aus, aber es ist es nicht mörderschlimm. So. So sieht sie übrigens von hinten aus. Die süße Anja. Und jetzt werde ich einfach mal ihren Kopf tauschen. Ui, das ging sehr einfach. Kopftausch. Und jetzt kommt eh das Beste. Ja, ich glaube, ich lasse sie einfach nur so sitzen. Ich lasse sie einfach nur so sitzen, Leute. Und zwar, das Gesicht ist einfach nur so. Ja, so cool. So cool. Schaut mal, das Gesicht. Dieses Gesicht verheißt nichts Gutes. Nichts Gutes. Geil. Geil, geil, geil. Das ist natürlich, also easy Top-Hit aus der Box. Aber ich finde auch dieses Hängedings sehr cool. Also das sind auf jeden Fall meine zwei Highlights, über die ich mich richtig freue. Ansonsten, ja, ist jetzt nichts, nichts. Ist eher so meh als top. Und so ist die Box jetzt auch leer. Einfach mit Müll hier rumschmeißen. Ja, die Figur lege ich jetzt mal dahin. Und jetzt schauen wir mal noch in den Flyer. Da gibt es eben die Erklärungen. Dann sehen wir vielleicht, was es noch für Figurenoptionen gegeben hätte. Und ja, ja, ja. So schaut das Ganze aus. Und da werde ich jetzt schnell durchlesen. Also, was ist in meiner Box? Als erstes mal hier dieses Attack on Titan Wand-Dings. Es ist sehr stylisch, aber auch nützlich. Kann überall hingehangen werden. Es kann einfach nur eine coole Wanddeko sein, aber es gibt auch vier Taschen, in denen man halt was reintun kann. Vor allem kleine Dinge für den täglichen Gebrauch. Wir lieben diese Idee. Ich lieb's auch. So, und dann gibt es eben diese Cable by Dragon Ball Super Dinger. Einmal Son Goku und einmal hier als Son, also normal und einmal als Saiyajin. Das sind so die zwei Optionen. Ich habe ja die normale Version. Noch ein kleines Ding, um ein bisschen Manga-Style in dein tägliches Leben zu bringen. Diese Kabelbeißer sind Bestseller in Japan. Und jetzt seht ihr auch, der kann sich scheinbar auch bei einem iPhone einfach so drauf schnabbern hier. Das sind Kassenschlager in Japan. Und es gibt Designs von Dutzenden von populären Charakteren. Das sind Minifiguren. Die klebt man an die Kabel, wie zum Beispiel wie zum Beispiel dein Ladekabel, aber nicht nur. Es gibt eben Son Goku oder Son Goku Super Saiyajin in unserer Box. Okay, ist ja vielleicht ganz witzig als Geschenk. So, dann haben wir noch die Mochi Kodo den Jujutsu Kaisen Plüschis.
Die Charaktere machen jetzt wohl eine kleine Pause mit diesen süßen, auf dem Bauch liegenden Plüschis aus der Mochi-Kororin-Reihe. Diese Sammlung ist sehr beliebt in Japan und wird immer erweitert. Es gibt Charaktere wie zum Beispiel Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, den ich habe, Nobara Kugisaki, Touge Inumaki, Kento Nanami und natürlich Satoru Gojo. Dann haben wir noch hier den Pikachu Grocery Bag, also die benutzen das wohl für Lebensmittel. Die Pikachu in Japan Kollektion ist jetzt wieder in der Nihon Box. Ja, stimmt, da gab es ja schon mal was, ne? Was war denn das nochmal? Keine Ahnung. Mit diesen schönen Lebensmitteltaschen Tasche für den Supermarkt zum Einkaufen. Es ist perfekt, um eben deine Einkäufe dort reinzupacken oder auch für den Sommerurlaub zu nutzen. Diese Tasche wird nie von deiner Seite weichen. Es gibt vier Designs: Tokio, Kyoto, Okinawa oder Hokkaido und ich habe eben Tokio rausbekommen. So, dann gibt es eben, stimmt, das interessiert mich jetzt, Mini Kokeshi. Jetzt klingelt's. Jetzt weiß ich, für was das Ding ist. Diese Figur mit dem Kimono, das ist für Zahnstocher. In das Loch kommen Zahnstocher. Ich so, hä, ist das so eine Rolle, wo der Kimono-Stoff aufgewickelt ist? Für was muss das jetzt neben der Figur stehen? Okay, jetzt check ich. Also es ist aus Klein und aus Holz und es wurde halt in Japan hergestellt und ist perfekt, um es auf den Tisch zu stellen oder in die Küche. Da kann man dann nämlich Zahnstocher reintun, aber man kann es auch als Stiftehalter benutzen. Perfekt, um ein bisschen japanische Kultur in deine Wohnung zu bringen. Okay, als Zahnstocher-Ding ist es einfach echt süß. Du musst es doch selber behalten. Ah, okay. Wäre jetzt nicht drauf gekommen, das als Stiftehalter zu benutzen. Dafür ist es, glaube ich, irgendwie auch zu klein. Mitarashi Dango Monaka ist das Essen, was drin ist. Dies wird aus Mochi-Bällen gemacht und es ist mit einer süßen Sojasauce überzogen. Also Mitarashi Dango sind ja eben, das ist eben das mit dem Mochi, aus dem Mochi mit der süßen Sojasauce. Und das, was jetzt in unserer Box ist, ist Monaka. Und es ist davon inspiriert. Es wird von einer Firma in Nagano hergestellt, die sich sehr auf Wagashi spezialisieren. Das sind so traditionelles japanisches Gebäck, glaube ich. Das schon seit über 90 Jahren. Jedes Monaka hat also Mochi und eine Mitarashi Soße. Okay. Und das Mitarashi ist das jetzt die süße Sojasauce. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber irgendwie so. Schmeckt wohl scheinbar gut. Ich probiere alles. Ich probiere alles. Genau, und das war's mit den Sachen in der Box. Und jetzt bedanken Sie sich hier an der Seite. Und die letzte Sparte ist Discover Japan. Und da geht es immer um irgendwelche Feiertage in Japan, wird ein Anime erklärt oder sonst was. Diesmal geht es ums Basteln. Was man so in Japan so bastelt, keine Ahnung, oder herstellt, macht, wie auch immer. Ach, jetzt geht es um die Kokeshi. Also jetzt geht es um die Kokeshi, das Ding, wo man so Zahnstocher reintun kann, was aus Holz ist. Die sind sehr bekannt in Japan. Was? Es gibt 236 verschiedene Arten von Dento Kogein. Okay, was ist Dento Kogein? Danke für die Erklärung. Ach so, das ist Traditional Japanese Crafts. Sind Dento Kogen. Okay. Es ist Material und eben Basteltechniken, die in bestimmten Regionen benutzt werden. Also es gibt 236 verschiedene Produkte. Die gibt es von Hokkaido bis nach Okinawa. Und die Kultur einer jeden Region ist durch dieses Bastelding wird das gezeigt.
Also es gibt Kyosensu, ein Fächer aus Kyoto, Echizen, Washi, also das Papier, Nishijin Ori, okay, so irgendein Stoff aus Kyoto. Dann gibt's noch, werden hier noch zwei andere Produkte auch erklärt, zum Beispiel Edo Kiriko. Das ist, ach, das ist was, also dann macht man Gläser. Und die Muster, also die stechen halt hervor durch ihre sehr dünnen, feinen Muster auf dem Glas. Und manche von diesen Gläsern kosten 1.000 € oder sowas. Ich zeige euch mal ein Bild von einem, das sind so zwei Gläser, seht ihr das? Und das Muster ist scheinbar so fein und so, keine Ahnung was, also wer gibt denn 1.000 € von Glas aus hier? Also bitte, wenn ich so viel Geld hätte, fangen wir gerade durch davon an. Okay, und dann gibt es noch Odate Makewappa. Das sind hölzerne Bento-Boxen. Und Odate ist halt ein Ort in der Akita-Präfektur. Die gibt es seit der Edo-Periode. Ja, und Makewappa ist halt eben das Holz. Sehr leichtes Holz scheinbar, um eben diese leichten und kompakten Bento-Boxen zum Beispiel herzustellen. In der Mega Nihon Box gibt es was? Nendroid-Figuren. Glückwunsch an den Gewinner. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht, aber das ist okay. Das hätte ich eh nicht gebraucht. Ich mag nämlich diese Figuren eigentlich gar nicht. So, und das war's. Das war's, Leute. Das war die Box vom Juli. Ist jetzt eher ein Flop als ein Hop. Highlight ist auf jeden Fall die Anja-Figur und dieses One-Teil ist mega cool. Wie gesagt, bitte, ich möchte einen Adventskalender. Danke. Ja, aber ansonsten war es jetzt nicht so geil. Ja, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut nochmal auf meinem Kanal. Müsste baldigst noch ein Video oder mehrere Videos kommen. Kommt drauf an, in welcher Reihenfolge die Boxen reintrudeln. Ich werde es dann monatlich schon der Reihe nach hochladen. Und ja, da werde ich dann weiterhin die Nihon Box Unboxing Videos hochladen. Also, falls die euch interessieren, abonniert meinen Channel. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald. Bleibt gesund und ciao!